ich bin Silvia, ich bin 23 und bei Wolf war ich schon in 3 Ländern aktiv. Frankreich, Deutschland und Italien, woher ich komme. Es gab Europawahlen und ich habe an einem Tag dieses Bundesplakat sofort auf der Straße gesehen. Es war wirklich bunt, so ein Regenbogen sah das so aus. Und ich habe mir gesagt, okay, gucken wir mal diese coole Partei, was stellen sie vor? Und sofort, wenn ich Föderale Europa, United Europe gesehen habe, das war genau, wonach ich suchte. Wie gesagt, ich war in Deutschland, dann in Italien nochmals, in Frankreich und nochmals in Deutschland für mein Studium. Und ich könnte nicht jedes Jahr Partei wechseln, auch weil ich immer dieselbe Werte und dieselbe Ideen habe. Und diese Partei war genau, wonach ich suchte. So eine Partei, die dieselbe Werte, dieselbe Ziele in ganz Europa hat. Die wichtigste Erinnerung, die ich von der Kampagne in Volt Italien habe, ist dieser Typ auf dem Markt in einem sehr, sehr kalten Tag von Dezember. Wir waren auf diesem Markt, um Flyer zu verteilen. Es war ein sehr kalter Tag, ich wollte nur heimgehen. Und dieser Typ ist vor uns gelaufen und hat gesagt, tja, eine andere Linkspartei, ich werde für sie nie wählen. Und ich habe gesagt, nein, warte mal, wir müssen zusammen reden und verstehen, warum du so sagst. Sonst wirklich kehre ich jetzt heim und komme nicht hier zurück. Und wir haben angefangen zu reden und haben entdeckt, dass eigentlich war er nicht gegen Parteien, sondern hat er komplett Vertrauen in der Politik verloren. Er sagte, alle Politiker wollen nur Geld bekommen und sind nur an den Sitzen im Parlament interessiert. Und wenn er entdeckt hat, dass wir eine junge, neue Partei waren, dass wir kein Geld hatten und dass wir gar nicht an Sitzen interessiert waren, sondern an Ziele und Werte, dann sind die Wahlen gekommen und nach den Wahlen hat er uns auf Facebook geschrieben und gesagt, Leute, ich habe für euch gestimmt. Und das war für mich der Erfolg der ganzen Kampagne. Nach meinem Erasmus und meiner Erfahrung in Italien bin ich nach Frankreich umgezogen, um mein Master anzufangen. Und dort ist das politische System auch komplett anders. Die haben eine Präsidentschaft. Und es gab Wahlen in der Region auch von Paris. Was am schwierigsten war, war der bürokratische Teil. In Frankreich für Regionalwahlen muss man eine Liste von 200 Kandidaten und Kandidatinnen haben. So nicht nur Unterschriften, sondern auch wirklich Leute, die kandidieren, weil man das Potenzial haben sollte, das ganze Parlament mit seinen Kandidaten und Kandidaten auszufüllen. Das war wirklich eine Herausforderung. Politik sollte genau so sein, die Partizipation und die Teilnahme von allen Bürgern und Bürgerinnen. Und hier waren die bürokratische Hürde so hoch und so schwierig, dass einfach die Teilnahme von kleinen Parteien und von normalen Leuten nicht so einfach war. Bei Volt Deutschland war ich sehr viel während der Wahlen aktiv. Ich habe auf der Straße geholfen und Flyers verteilt und mit Leuten auf der Straße zu sprechen war vielleicht schwieriger für mich wegen der Sprache, aber nicht so schwierig im Sinn vom Inhalt wie in Italien und wie in Frankreich. Und vor allem habe ich bemerkt, haben die Leute nicht diese Idee von Parteien als Korruption und Geld und das was. Das habe ich anders in Deutschland gesehen. Tag in Paris, wir waren auf der Straße, ich und die Spitzenkandidaten. Die Spitzenkandidaten von Volt Frankreich, die hat lockige Haare und schwarze Haare wie ich. Und wir waren zusammen auf der Straße und sie war beim Flyer verteilen und ich war beim Poster kleben. Und eine Frau ist gekommen bei der Spitzenkandidatin und hat gemeint, oh, du bist die auf dem Flyer. Und sie war so, ja, das bin ich, ich kandidiere für das und das und das, ich bin von Volt. Sie war super zufrieden, sie hat den Flyer genommen. Dann sie ist vor mir gelaufen und wir sehen ähnlich. Und sie hat an mir geguckt und meinte, aber du bist die Spitzenkandidatin. Sie war so confused. Das war sehr lustig und ich hoffe, wir haben auch so Stimmen gesammelt, sozusagen. Habt ihr auch schon ein Plakat von Volt irgendwo in Europa gesehen? Und wo war das?
Schreib eure Antwort hier unter in den Kommentaren und schreib auch auf dem Chapter auf Instagram zum Beispiel, wie ich gemacht hatte.